Standortwechsel. Wir sind jetzt hier bei Cobra 11. Wir sind jetzt hier an dieser sogenannten Pinnwand, wo aus dem Stadtteil welche sind, aus RTL, Melanie Scheiter, die halt ihre Beine, ihre Füße zur Verfügung gestellt hat für mein RTL. Die wackelt dann da immer so. Dann sind auch noch die anderen hier, die ausgestiegen ist, die neue ist da, Pia Stutzenstein und natürlich ist Onkel Wendler da. Nee, frag mich nicht. Denn er war nämlich auch. Wo warst du? Ach ja, ich mache so viele Sachen halt. Ja, du warst viel Spaß macht, auf Streife, ja. Klinik am Südring, 50, 667 und solche Sachen. Also mir macht das immer wieder Spaß. Am 9. hatte ich einen neuen Dreh gehabt, zur selben Zeit wie ich gerade eine Sendung, die ich gedreht hatte, auf Streife. Also es war schon irgendwie ganz witzig. Mir macht das immer wieder Spaß, dabei zu sein. Ja. Und von daher immer alles super, ja. Ja, sicher. Schade, also wir stehen deswegen vor der Pinnwand, weil wir auch der Meinung sind, beziehungsweise wir werden von vielen angesprochen. Also ich kann da nichts managen, ich kann eine Show machen, das ist okay. Aber ich kann nicht jetzt Hermann Joa sagen, ich hätte jetzt hier den Onkel Wendler hier. Nein, an alle, ich habe gerade nah, deswegen komme ich in diesen Text. Natürlich will ich ihn auch gerne, weil das passt, du passt zu Cobra 11 zum Beispiel. So, aber ich habe, man kann irgendwie die Produktion anschreiben, irgendwelche Feedbacks abgeben, Körpergröße etc., alle so eine Art Bewerbung. Ja, eine Art Bewerbung, jetzt kein Lebenslauf, ich will ja nicht arbeiten da, sondern ich möchte eine Drehrolle. Ihr wisst, also dann gibt er dann alles ein, Körpergröße, was er könnt, vielleicht seid ihr sogar stuntmäßig unterwegs, dass er das sagt, ich kann auch Stunts machen. Aus Sicherheitsgründen immer, wenn ihr ja, sagen wir mal, bei so einer Produktion mitmachen wollt, Cobra 11 zum Beispiel, dass ihr immer alles angebt, was ihr auch wirklich könnt und nicht irgendwie so Sachen. Ne? Richtig. Ja, deswegen macht es auch Sinn, wenn man sich casten lässt. Im Prinzip kann jeder von euch, der Bock darauf hat, mal ins Fernsehen zu kommen, irgendwo mitzuspielen, sich casten lassen. Es gibt viele Firmen, kann man im Internet ein bisschen recherchieren, da findet man halt die Castingfirmen. Und die Castingfirmen, da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht irgendwie so ein Tunnel bekommt, sondern eine seriöse, da braucht man nichts für bezahlen, da kommt man hin, kostenlos alles, man macht so ein kleines Gespräch, wie wir jetzt machen, so eine kleine Bewerbung, Fotos gemacht, die ganzen Infos und. Richtig. Ja, und dann kommt man dann in die Kartei irgendwo mit rein und wenn man Glück hat, so wie ich, dann wird man einfach mal angefragt, kannst du? Da macht man halt mal mit und ich habe ein paar Mal mitgemacht und komme immer wieder Anfragen. Genau, Filmpool.de, die waren auch mal hier, genau, und Komparsen.de, ja, also Filmpool zum Beispiel. Einfach alles genau, Filmpool ist sehr seriös, alles eingeben. Komparsen.de auch alles eingeben und dann kriegt er auch Feedback. Also richtig. Filmpool war wirklich hier, hat sich alles angesehen und hat gesagt, okay, das kann man nehmen und so weiter und so fort. Das ist okay. Also Filmpool, da stehe ich gerade für Norddeich TV, da müsst ihr fragen, ist ein bisschen weit weg von hier. Und komparsen.de. Und da hat er vollkommen recht, einfach alles eingeben, Körpergröße angeben, was er drauf habt und wie alt ihr seid und was er gerne tragt. Richtig, genau. Ja, die Angabe, wie gesagt, das macht man dann alles an dem Tag, wenn das Casting da ist. Wie gesagt, seid einfach locker, geht da hin, braucht da keinen Schiss vor haben oder so. Alles ganz locker, wir geben euch einen Text, lest doch mal durch und dann sollt ihr das so spielen, wie ihr das machen würdet. Ist also im Prinzip mehr Improvisation. Ist nicht mehr so schlimm wie früher, dass man die Texte auswendig lernen musste, bis zum geht nicht mehr, sondern man soll im Prinzip, was die Geschichte betrifft, einfach aus dem Bauch heraus dazu rüberbringen und dann ist das eigentlich alles gut. Also nicht verkrampft. Ja, okay, bei Cobra 11 nicht. Ne? Ja, bei Cobra 11 müsst ihr den Text können. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass sie improvisieren da. Also so hart wie Semir da zwischen, also Erdogan da arbeitet und Nils auch. Ja, ich meine jetzt mal so. Ja, die anderen hier. Die anderen ein, halt, und so. Da läuft das so ab und ich finde es auch gut, weil ich mache gerne auch Improvisationen, wenn ich die Geschichte kenne, worum es geht und dann aus dem Bauch heraus halt die Geschichte spielen, finde ich super. Klar, es gibt auch noch Formate, da musst du genau nach Text, keine Frage. Ja, musst du Schauspieler da musst du halt ein bisschen mehr schauspielen, vor allem muss man viel sich merken, Text und so, ja, klar. Wie beim Song auch. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger und dann braucht man ein bisschen Zeit. Und wenn man da ungeübt ist, natürlich klar. Ist richtig. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz, vielleicht können wir ja mal so eine kurze Rolle kriegen, ja, da reinhuschen, wäre ich auch nicht abgeneigt. Also. Ja, weil ich musste deswegen sagen, weil ich ja hier die Cobra-Geschichte mache, ich helfe und da haben mich auch viele angefragt. Also wie gesagt, Talent sollte man mitbringen, das ist richtig. Ja. Einfach fragen, einfach höflich fragen, sein, wie man ist. Und wenn man wirklich textsicher ist,
Dann klappt das auch. Also wenn ihr euch so ein Gedicht merken könnt und das vortragen könnt, damals in der Schule, dann könnt ihr sicherlich solche Texte von heute auch. Na, wenn sie immer da, dann spricht man da zurück. Ja. Und dann muss, ist so. Ja, ja. Genau. Und die Mimik vielleicht dabei, dass man die Rolle drauf hat, ja. Als Bärbeißer, Alter, was willst du denn? Und nicht so, Alter, was willst du denn? Sondern, ihr versteht, was ich meine. Also ihr müsst Körpersprache, richtige Sprache, textsicher sein für die Hartrollen, ist klar. Aber hier für die normalen Sachen, Die das jeden Tag da machen. Was ist das, 57 zerquetscht? Ja, 50, 6, 6, 7 und so. Oder Berlin, 24 Stunden, die reden doch, wie sie gerade Lust haben, oder nicht? Ja, klar, aber da ist es dann immer halt so, weil das sind alles so Kurzrollen, so Kurzgeschichten, wo man da eingebaut wird. Das ist dann eben halt mehr so, wie ich es gerade beschrieben habe. Improvisieren auch. Und ich finde es auch gut. Ja. Man ist ja nur, sag ich mal, ein Teil einer kleinen Geschichte, die da rübergebracht wird. Und wenn man da reinrutscht, dann ist das okay. Mhm. Ja, dann finde ich es nicht so klar. Bei anderen Geschichten, die... Hier die 7 Tage hier. Krass Schule zum Beispiel. Krass Schule, auf dem Weg begrüße ich alle wieder hier, die hier hängen, auch bei Krass Schule. Auch Detlef Scholzen, der gerade im Urlaub ist hier, die auch bei mir waren hier zu Besuch. Ariane und so weiter. Krass Schule, kennt ihr ja, wie gesagt, Detlef Scholzen. Ist ja auch da unterwegs, hängt ja auch da hinten an der Pinnwand. Ja, also wie gesagt, wir machen eine Menge hier und wir fangen wieder an. Wir werden also uns irgendeinen YouTube-Kanal ausdenken, jetzt auf den Stegreif noch nicht, aber wir werden dann minutiös daran arbeiten, dass ihr wieder Lust und Laune habt, einzuschalten, zuzuhören, vielleicht neue Location, wo er singt. Vorhin haben wir einen Ansatz gehabt mit Fenlo, ich weiß nicht, ob Fenlo überhaupt noch gibt. Ja, ich vermute mal, dass Renz immer noch ein bisschen Land zu sehen ist. Ja, weil Rolf Renz soll wiederkommen, war weg. Da hat ja die andere, ich weiß nicht, die mit ihm zusammen war. Ich habe ihren Namen jetzt leider vergessen. Gut, das sind halt so Geschichten, die sind, wie sie sind. Und man muss gucken, ob sich da vielleicht nochmal entwickelt, ob man vielleicht nochmal in die Region rüberkommt. Ja, warum nicht? Aber nur mit gültigen Ausweis. Meiner nicht. Ich muss nächstes Jahr neu machen. Dann darf ich wieder. Gültigen Führerschein, so war das. Ne? Also nicht diese alte Fleppe, die graue. Ich habe schon diese neue Plastikkarte. Ja, hast du schon? Ja, muss ich dann auch anfordern, aber ich drehe ja nicht mehr in Niederlande oder England. Ich drehe ja jetzt hier. So, ihr seid jetzt total recht jetzt hier willkommen. Wir haben über Cobra 11 philosophiert. Wir haben über den Wendler philosophiert und wir haben über Star Wars philosophiert. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Wir philosophieren über einen neuen Kanal. Ja, ne, YouTube-Kanal. Ja, würde ich sagen. Ja, wo du dann drin rumsingst. Richtig. Und dann die Facebook auch. Facebook gibt es ja schon. Wendler Fanpage. Weil wir uns, also wir sprachen darüber und dann nahm ich an, er wollte eine Fanpage. Und deswegen haben wir bei Facebook schon eine Fanpage gemacht. Aber er war irritiert, er wollte bei YouTube, kriegen wir auch hin. Bei YouTube. Ja nichts. Da kriegen wir auch hin. Wir können ja mal aneinander vorbeireden. Ja, wir können auch aneinander vorbeisingen. Genau. Ne? Hier können wir auch. Da ist nämlich Karneval bald und dann sind wir da halt. Oh ne, Halloween, Entschuldigung. Halloween. Warum ist eigentlich kein Halloween-Lied raus? Ja, weiß ich, ist jetzt auch ein bisschen kurzfristig. Wenn aber du Grusel, wenn der Wendler kommt. So wie von Zander, was ist da? Der Nick-Nack-Man. Genau. Wir können ja mal drüber nachdenken für das nächste Jahr. Ja. Warum nicht? Ist genauso mit Weihnachten. Ja. Ich finde Weihnachten ist so kurz. Nein, ich meine nur, das wäre doch was. Frank Wendler singt weihnachtliche Lieder. Ja, das wäre doch was. Ja. Aber auch ein Pop-Song, weißt du? Es hängt eine Glocke, nicht an der Wand, sondern am Tannenbaum. Ja klar, gut. Man kann alles auf schnell und flott machen. Ja. Es gibt ja genug im englischen Bereich, habe ich geliebt, also Weihnachtssongs. Jingle Bell, Jingle Bell. Die sie aufgemotzt haben. Also, vielleicht mal zu überlegen, so in Deutsch zu machen. Ja. Nein, ich komme darauf auch, weil ich sehr viele Jugendliche hier habe. Die möchten das Steife nicht mehr. Die wollen ausbrechen, die wollen was anderes. Viele leben ja in sich. Ja, die feiern Weihnachten vom Laptop oder so. Ja, richtig. Ja, ist so. Ja. Oder auf die Brust geklebt. Ja, richtig. Oder Disney Plus demnächst. Ja. Oder bei Netflix. Ja, kommt auch wieder eine tolle Weihnachtsgeschichte bei Netflix. Ich meine, wir leben online. Wir machen auch eine Online-Produktion, wie ihr seht. Wir machen einen YouTube-Kanal. Wir haben einen Facebook-Kanal.
wir zwitschern mit unseren Smartphones, wir jagen unsere Texte hinein. Ist doch so, wir leben doch online. Ja, ja, die meisten sprechen ja nicht mehr miteinander, ja, sondern die sitzen dann im Club da mit 10 Leuten. Ja. Ist immer wieder interessant, ja, da sitzen 10 Leute, die sich treffen. Ja. Und jeder und ist auch fragst hier. Sie, was machen die da? Und richtig, 8 davon sitzen mit Handys und schreiben sich. Dann fragst du, wen schreiben sie? Ja, ich schreibe mit ihm. Ja. Ich sage, toll, wie geistreich. Ja. Wie wird man mit sprechen? Ja. Aber die Zeiten sind, glaube ich, irgendwie vorbei. Wir dürfen jetzt ein Alter hier nicht rauskegeln. Ist ja langweilig zu sprechen. Wollte ich gerade sagen. Dann seht ihr, wir sprechen noch. Wir hätten ja auch mit. Das ja, genau. Ja, wir können. Eine blöde Frage habe ich. Wirklich, ich habe eine blöde Frage. Wenn ihr demnächst Fernsehen schaut, ihr macht den Fernsehkanal an, seht dann plötzlich Alarm für Cobra 11. Und was macht Semir? Ja, genau. Ja? Und guckt hoch, dann macht der andere seinen Gegner. Ja. Und der guckt hoch. Ja. Dann möchte ich euch sehen, was das für ein Alarm für Cobra 11. Okay, was ist das Ganze als Untertitel da drin? Ja. Semir schreit an Hassan. Genau. Hassan ärgert sich. Hassan tippt zurück. Genau. Hör mal, der schießt gleich. Ja. Er schießt gleich. Er zieht den Revolver und springt in die Elbe. Ja. Ja, also ich stelle mir das auch gerade so bildlich vor. Ja, vielleicht könnte man ja so eine Szene mal einstudieren. Da gucken wir da drüber. Nein, da kommen nämlich gerade drauf, weil in Italien gibt es ja so eine Art Persiflage, die hat man mir rübergehört. Der macht das ja auch mit Perücke und alles. Das wäre doch mal was. Ja. Das wäre doch mal Cobra 11 auf dem Smartphone. Genau. Ja, und dann, alles dann so dieses Piff, Puff und alles einblenden, wie bei den Mickey Maus-Dinger. Weil wir sind darauf gekommen, weil ich bin mal angefragt worden, so eine Art Figur. Da habe ich gesagt, sowas geht in der heutigen Zeit. Weil nicht Michaela Schäfer, die jetzt da bei der Venus die Geschichte jetzt ja auch so ein Püppchen mache, sagst du von sich. So, wenn wir von Semir, vom Nils, also Hartmut und so weiter, Leute, das geht, es funktioniert, es geht, aber kostet ein horrendes Geld und wäre dann Unikat und alles. Dann ist so eine Sache, da musste man vorher die Schauspieler fragen. Wir können auch von ihm einen machen lassen. Dann habe ich stets hier, genau so. Wir können uns ja Wachsfigurenkabinett vielleicht ein paar ausleihen. Ja, ZB, dann können wir die nachbasteln. Ne? Ja, aber ich meine, das sind alles so schöne Sachen, die werden wirklich angefragt. Können wir nicht, sollen wir nicht, dann hört sich alles super toll an. Wir als Wachsfigur oder wir als Actionfigur gehen tut alles. Lego, wir spielen dann Lego und Groß. Ja, Lego und Groß auch. Helmobil, genau, dieses Rucki-Zucki da, ehrlich. Okay. Wir waren jetzt hier und haben wieder rumgeblödelt, weil wir euch einen Geschmack, wir wollen euch Geschmack machen, wir wollen mehr machen. Es soll richtig gesungen werden, ihr sollt also richtig, ihr sollt alles wieder, wie das früher war. Wie nennen wir denn die alten Dinger da? Die alten. Oldies. Nein, Oldies ist klar, wir sind Oldies. Nein, die Sendung, seht ihr, Disco. Ach so, Licht aus, Spot an, zack, Wendler ist da. In der Richtung. Aber den kennen wir ja nicht viel mehr. Wollte gerade sagen. Ja, leider, das ist es ja. Aber wir könnten sowas wieder erfinden, weißt du? Weil die Jugend von heute, also die jetzt sehen, 14, 15, keine Ahnung, die wissen noch nicht, wer das ist. Nee. Licht aus, Sport an. Ja, deswegen gibt es ja so interessante Sendungen, wo dann so natürlich auch wieder Stars mit ihren Kindern da sind, wie jetzt im Fernsehen laufen, dann kommen die dann mit alten Sachen an aus Anno Tubak. Ja. Und Dalli, was könnte Tubak, das sein? Was die Dalli haben wir vorgestellt. Ja, ja. Kassettenrekorder kennt ihr auch, kommen an. Jo, die man haben umbasteln. Genau. Versuchen dann rauszukriegen, was das ist ja. Also die Sendung finde ich gar nicht so verkehrt. Nee, vielleicht können wir ja auch so was machen. Ja, sicher. Dabei, die Kassette, da hast du recht. Ja. Die wussten nicht, was das ist. Oder, oder der Discman. Da wusste ich auch nicht, wie kriegen wir das da rein. Und der Beste war aber der tragbare Rekorder. Das war der Beste. Also, oder damals der Nintendo und Computer, die alten, die ersten Rechnungen. Korrekt. Kennt ja alles. Dieses Ping-Pong-Spiel da, muss man am Fernseher anschließen. Ja. Ja, die dachten, die könnten da rein. Nee, ist nicht. Naja, vielleicht können wir ja noch ein bisschen dazu beitragen, dass... Das Wissen etwas gesteigert. Ja, wir können eine Wissenssendung machen, also wir können eine Menge machen, weil wir eine Menge machen können, könnt ihr mir glauben. So, ich freue mich, dass er wieder da war, ich freue mich, dass ihr auch wieder da war, ich freue mich auch, dass auch ihr da wart und vor allen Dingen die Stars und Sternchen, die sich das jetzt angesehen haben. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir haben vieles, wir haben jetzt improvisiert, aber wir haben vieles vor, mal schauen, was dann rauskommt, okay? Genau, Improvisation ist das ganze Leben. Korrekt. Und tschüss! Tschüss!